Wer wissen will, wie sehr der Klimawandel unseren Planeten schon jetzt verändert, der muss in die Arktis schauen. Denn noch gibt es sie, solche Eismassen. Die Frage ist nur, wie lange noch? Sie schmelzen immer schneller mit gravierenden Folgen. Laut einer Studie dänischer Arktis-Forschungsinstitute führte allein die Schmelze des grönländischen Eisschildes in den vergangenen 20 Jahren zu einem Anstieg des weltweiten Meeresspiegels um 1,2 Zentimeter. Auch die EU-Kommission hat sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben, dass sie aber in ihrer heute nun ganz offiziell verkündeten sogenannten Taxonomie-Entscheidung auch die Energiequellen Gas und Atomkraft als nachhaltig einstuft. Dagegen regt sich heftiger Widerstand, unter anderem aus Deutschland. Gudrun Engel. Sie beerdigen symbolisch den Green Deal. Die großen, ambitionierten Klimaziele der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu sein. Weil die EU-Kommission künftig Investitionen in Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen will, verspiele sie jegliche Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik, monieren Aktivisten und Politiker. Es kann nicht sein, dass es ein Ökosiegel gibt für Gas und Atomkraft. Die sind beide nicht nachhaltig. Das ist, wie wenn man auf ein Käfigeihuhn ein Biosiegel packt. Das geht nicht. Trotz massiver Kritik von einigen Mitgliedstaaten und Organisationen bleibt die EU-Kommission bei ihrer Haltung, Atomkraft und Gas als Übergangstechnologie hin zur Klimaneutralität einzustufen. Diese Taxonomie ist ein Wegweiser, eine Orientierung für den Investmentmarkt hin zu mehr Nachhaltigkeit. Wir wissen ja, wir müssen weg von schädlichen Energieformen wie der Kohle, die heute immer noch für 15% der Stromerzeugung in Europa verantwortlich ist. Das muss sich schnell ändern. Die sogenannte Taxonomie ist eine Klassifizierung, die vorgibt, dass künftig verstärkt in grüne Technologien investiert werden soll. Deshalb müssen vor allem börsennotierte Unternehmen künftig nicht nur über ihren Finanzstatus berichten, sondern auch über ihre Nachhaltigkeitsprojekte. Ein grünes Label als Anreiz für private Investoren. Im Moment ist es ja so, dass keine Bank oder auch keine Finanzinstitution wirklich Atomkraftwerke fördert. Die sind nicht versicherbar und auch nicht bezahlbar. Wir jetzt eben dadurch dieses Label eher die Möglichkeit dazu bekommen. Investorenverbände sind dennoch skeptisch, ob das bei den Anlegern ankommt. Wir sehen die Gefahr von unbeabsichtigtem Greenwashing, sodass die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt werden. Deshalb müssen Finanzberater sorgfältig und transparent darüber aufklären, was genau sich hinter einem Produkt verbirgt. Selten war ein Vorschlag so umstritten wie die Taxonomie. Österreich und Luxemburg haben bereits angekündigt, dagegen zu klagen. Verschiedene Europaabgeordnete versuchen nun, eine Mehrheit gegen den Kommissionsvorschlag zu finden. Dazu haben sie bis zu 6 Monate Zeit.